Ja, servus Leute, hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Armored Core 6 Fires of Rubicon. Schön, dass ihr einschaltet, Leute. Ja, Leute, in der letzten Folge ist nicht allzu viel passiert. Wir haben ein paar Arena-Kämpfe gemacht, sind aufgestiegen, ich habe ein paar Verbesserungen geholt, ich habe einige Sachen gekauft, ich habe ein bisschen offscreen ein paar Missionen jetzt wiederholt, um Geld zu sammeln. Ich habe mir nämlich jetzt gedacht, ich hole jetzt einfach jede Waffe und jedes Upgrade, was es gibt. Ja, ich weiß, es ist sehr ambitioniert, alles zu holen. Aber ja, ich fange an. Ja, es gibt jetzt auch diesen Napalm-Bombenwerfer. Der sieht interessant aus. Ich meine, damit kann man den Boden einheizen. Ne? Das ist das, was der eine Boss gegen uns gemacht hat, im Endeffekt. Schon eine üble Waffe. Hier ist dieser Pfahlbunker. Ja, ich glaube, er haut schon ultra rein. Dieser Raketenwerfer ist vielleicht interessant. Ich kaufe jetzt mal den. Ob wir ihn anlegen, ist eine andere Sache. Ja, ich weiß es nicht genau. Und weil ich es nicht genau weiß, bin ich jetzt mal dafür, ein bisschen was zu sparen. Wir können später noch investieren. Vielleicht kriegen wir auch neue Teile dann, wenn wir durch sind. Alle Teile zu holen ist natürlich sehr ambitioniert. Aber naja, vielleicht schaffen wir es irgendwann. Okay, und jetzt wartet diese Ozeanüberquerung. Und es gibt so viel Kohle. Das deutet auf einen krassen Boss hin. Mal sehen, mal sehen. Wir probieren es einfach aus. Mal sehen, wie weit wir kommen. Los geht's. Alright, here we go. Ach, wir sind genau da, wo wir mit dem Boss das eine Mal zu tun hatten, das letzte Mal. Alles klar. Witzig, dann geht's hier weiter. So, ihr seht, ich habe jetzt mal den Pfahltreiber. Ich bin wirklich mal... Oh, aha. Wie lange braucht er, um sich aufzuladen? Das ist der hier, ne? Doch schon eine ganze Weile. Ich glaube, der haut richtig rein, das Teil. Schaut euch das mal an, wie der durchzieht. Boah. Können wir mal ausprobieren. Bin mal gespannt. Alrighty. This elevator goes straight to the top of the grid. The outer shell. Sadly, that's beyond my territory. I mean, once you're out there, the PCA satellites see everything. A few of the stupider dozers took it as a challenge. Went out to prove themselves. Wenn wir rauskommen, werden wir von Satelliten gesehen. Nee, keine Ahnung. Wurden sie abgeschossen? Was zum Teufel? Zweitausender Kilometer. Oh, oh. Ach du Scheiße, ich glaube nicht, dass wir... Wow, wow, wow. Alter, was? Das ist ja scheiße. Da können wir runter, glaube ich. Ja. So bleiben wir unentdeckt. Da geht's durch. Oh, Gegner. Eigentlich die perfekte Gelegenheit, jetzt mal unseren Pfahltreiber zu gucken. Jawohl, ich schaff das gar nicht. Zu weit oben. Ja, okay, weißt du was? Einfach abschießen. Das sind nicht die richtige Ebene dafür. Okay, jetzt geht sie ja wieder raus. Das ist ein Gegner. Was ist denn da? Moment. Noch Gegner. Alter, was? Was explodiert hier? Wo sind wir hier? Kampfprotokoll erhalten. Was ist denn das? Oh, witzig. Den hätten wir auch verpassen können. Ha. Was steht hier? Die Leute, die Satelliten bedienen, bekommen ihre Befehle von einer KI. Die arbeiten für einen Computer. Tja, warum ist dann überhaupt noch irgendwas von Menschen bedient? Hä? Kann es nicht komplett die KI machen? Andererseits, ja, ich finde sowas immer ziemlich bedenklich. Ja, obenrum ist halt keine gute Idee. Ich glaube, wir versuchen untenrum ranzufliegen. Es könnte klappen. Na, wir
können uns noch verstecken, alles okay. Dummen Gegner, das ist ganz eigenartig. Oh, hier geht es aber raus. Da vorne scheint aber eine Lücke zu sein. Wir könnten ja da schnell hin. Ja, schon klar. Da, oder? Oh, shit. Oh nein. Oh nein. Gott sei Dank hier. So, wir sind safe. Wir müssen halt hier hoch. Da über uns geht nichts. Da können wir. Da sind wir safe. Da ist ja ein Dach über uns. Wir müssen da hin. Aber hier ist eine Lücke. Oh shit, das ist echt ein bisschen gefährlich hier. Okay, wir sind durch. Scheiß drauf. Ein Gegner noch. Scheiß auf die Gegner, hä? Scheiß drauf, komm. Oh, das sieht hier wie eine Boss-Area aus. Gegner. Mach ich doch. Katz. Was explodiert denn hier die ganze Zeit? Let's get the cargo launcher ready. Nachschub. Hier kommt garantiert ein Boss, wenn du Nachschub bekommst. Now, if you could just step inside. Wait. Enemy detected. Boah. Ach komm. Ja, genau. Okay, es geht los. Jetzt können wir unseren Falltreiber testen. Oh, was ist denn das für ein Schaden? Warte mal, Falltreiber, komm jetzt. Oh, der macht Schaden. Oh, der hat uns voll erwischt. Ja, Mann. Aber jetzt kommt wieder Falltreiber. Ja, das ist nicht schlecht. Warte mal. Wir bräuchten eigentlich viel mehr Health. Oh nein. Darf ich mich heilen? Oh nein. Ah, okay. Drunter sind wir einigermaßen sicher vor diesem blöden Schuss. Geil. Fett. Okay, letzte Panzerung, aber das war's. Trotzdem gar nicht mal so ein erster schlechter Versuch. Unser Bild ist auch gar nicht so schlecht. Und mir ist aufgefallen, unter dem sind wir teilweise sicher. Mal sehen. Das war schön. Genau das. Jetzt haben wir es zwar überlebt. Also diese Attacke ist für uns Gift. Diese Attacke ist für uns Gift. Die darf uns auf keinen Fall treffen. Diese Spider. Was macht er? Alter, was passiert hier? Der ist dann abgehoben, Alter. Was zum Teufel war jetzt kaputt, Alter. Aber wir haben ihn so weit gebracht. Fuck, wir waren so nah dran. Keine Chance, wenn ich keinen Schub mehr habe, verliere ich. Ja, er schießt dreimal. Das ist klar, wird ziemlich verarscht. Leider nicht. Das ist mies, wenn man in diese Dreifachattacke kommt. Er schießt zweimal mit dieser super heftigen Coral Gun. Das ist eine Coral Waffe, glaube ich. Und danach hüpft er auf dich. Ja, Spaß. Schade.
Es ist immer sehr knapp, aber es reicht dann doch nicht irgendwie. Ach komm, er stößt mich zurück. Und dann schießt er mich ab. Ach komm. Das war so unfair gerade. Wir hatten noch ein Repair-Kit. Er hat uns gleich leider. Ich kann aber auch nichts dagegen tun. Aber wir haben ja Final Repair, Gott sei Dank. Aber wir haben keine Energie mehr. Aber er hebt jetzt ab. Und jetzt sind wir tot. Jetzt, wo er abhebt. Ach komm. Das ist so fies, ne? Ich kenne seine Attacken nicht in der zweiten Ding halt. Er kommt einfach auf dich zugeflogen. Also auf Neues. Habe jetzt die Waffen umgestellt, weil... Ich probiere es einfach mal. Schön. Oh, wir haben überhaupt kein Repair-Kit mehr. Ja, okay, das war's wohl. Ich sehe gar nichts. 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 Ja, wenn du nichts siehst, kannst du nicht kämpfen halt. Der macht solche Explosionen, siehst einfach nichts. Ich habe ihn wirklich nicht gesehen. Komm schon. Komm schon. Nein, das war so knapp. Oh. Ah. Ich weiß. Shit, nicht gut. Jetzt hat er uns auf Abstand, das ist immer ganz schlecht. Jetzt haben wir ihn aber. Boom, Junge. Das haut richtig rein. Hm, das nicht, das darf uns nicht treffen. Diese Coral-Scheiße. Vor der habe ich wirklich Respekt. Jawoll. Sehr schön. Okay, super. Scheiße, daneben der andere. Das war gut, aber wir müssen uns heilen. Das war gut. Das war sehr gut bis jetzt. Vielleicht reicht das ja sogar. Ja. Das war gut. Wir müssen runter. Jetzt müssen wir hoch. Wir können nicht schießen gerade. Ich muss so machen. Wir heilen uns mal. Boah, wie viel Schaden ist das? Aber jetzt. Jetzt können wir es aber trotzdem schaffen. Weil jetzt ist er gestunt. Komm schon. Das schaffe ich. Was? Na warte. Mit dem Pfahltreiber. Ah, geil. Das macht richtig Boss. Bock, Boss zu besiegen hier. Das war aber so knapp, ne? Schau mal. Ja, und er hat Coral auch benutzt zum Angriff. Das war eine eindeutige Korallexplosion. Ja, ich habe nur noch ein HP. Das war eigentlich nur unsere Rettung, weil wir diese finale Panzerung noch hatten. Sonst wären wir gestorben. Unglaublich. Aber das Bild hat funktioniert. Zwischenzeitlich hatte ich echt meine Bedenken. Ich dachte mir, irgendwie, ich weiß nicht. Aber man muss dranbleiben. By the way, tourist. You're Walter's hound, right?
dog can't choose its master. But still, tough luck. I feel sorry for you. I really do. Das ist nicht der Erste, der uns das sagt, oder die Erste. Irgendwas ist da mit dem Walter. You know the cargo launcher strictly for cargo, right? No one's ever used it to launch themselves before. At least not in one piece. Was ist denn das? Das wird ein weiter Flug. You see it too, don't you? The voices of the coral. Currents coursing across Rubicon. Walter was correct in his judgment. Bezüglich was? Mein Gott, die halten es wieder sehr kryptisch. Ach, das meint sie. Augmented Human C4621, entering standard mode. Two new messages. Looks like you've made it to the central ice field, 621. Good. I'm done tying up loose ends. Archibus found their own way in and are ready to deploy survey squads. And it looks like Balaam's come running after you scoped out the place, too. You know what's going to happen. Business as usual. But you can make it work for us. Registration number RB23. Call sign, Raven. Your records have been updated. D-rank virtual encounters are now available in the arena. These correspond to the middle ranks. We invite you to further hone your technique. So, wir haben jetzt anscheinend wieder neue Arena-Kämpfe und wir haben ein Nest-Teil. Das ist neu. Ach so, das sind Online-Kämpfe 3 gegen 3. Das machen wir, glaube ich, jetzt sowieso nicht in diesem Playthrough. Okay, interessant. Könnte man mal probieren. Aber ich habe jetzt auch wenig Interesse. Einsätze haben wir... Aha, da haben wir einen ganz normalen Einsatz. Anscheinend nicht sehr anspruchsvoll. Oder Arena. Vielleicht machen wir erstmal Arena ein bisschen. Arena Combat Aptitude Evaluation Program. Number 22. Entering Rank D. Ein mächtiger Gegner, der sieht ja ultra hart aus. Ich habe auch mein Bild gar nicht überprüft. Könnte sein, dass wir jetzt zum ersten Mal scheitern. Ich hoffe natürlich nicht. Okay. Let's try this. Nein, ich habe keine gute Ausrüstung. Heizen wir ihn ein. Das war unfair. Der hält sehr viel aus, weil er einen blöden Schild hat. Die Dinger treffen gar nichts. Das war nicht schlecht, aber es ist nicht gut genug.
Nee, für gegen ihn verlieren wir mit dieser Ausrüstung leider. Schade. Ich verstehe nicht, was ich da immer drücke. Na, wenigstens treffen wir ihn mal. Das war Final Ding. Ja, wir haben die falsche Ausrüstung. Den heizen wir mal ein, den Kollegen. Jetzt hat er uns aber eingeheizt. Wir müssen sein Schild brechen, der nervt damit. Das war aber schön. Trotzdem, wir haben viel Schaden genommen gegen den Kerl. Diese Schilde sind also doch sehr, sehr gut, ne? Muss man sagen. Das war schön. Er trifft ziemlich gut mit seiner blöden Kanone. Das darf nicht passieren. Wir könnten ihn schon kriegen. Da haben wir ihn doch. Da haben wir ihn doch. Der war schon ein bisschen anspruchsvoller. 59 Sekunden ging ja eigentlich. Nächster Gegner hat richtig harte Bewaffnung und Raketenwerfer. Der hat Doppelraketenwerfer und Doppelgranatwerfer. Der darf uns auf keinen Fall treffen. Das ist sau übel. Der sieht krass aus. Na, mal sehen. Okay, das heißt, ich gehe ein bisschen in die Luft. Das ist, glaube ich, das Schlauste. Da kann ich leichter ausweichen. Der trifft uns damit sogar. Wie nervig. Ja, dein Schild aktiviert. Mist. Der ist schwer zu knacken. Mit seinen blöden Raketen, der versteckt sich da unten. Der macht das gleiche wie ich gegen den Boss, nicht wahr? Kann man ihn ja nicht übel nehmen eigentlich. Wie lange das braucht? Shit, wir leben noch, aber wir verlieren unseren ersten Kampf, glaube ich. Ja, wir verlieren unseren ersten Kampf, krass. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht, wie er uns da immer reinhaut. Er macht es auch sehr geschickt, muss ich sagen. Ich sehe gar nichts. Gibt's nicht, ich sehe nicht mal. Das gibt's nicht, wie beweglich er ist. So nervig, wie beweglich er ist. Wir haben ihn fast. Er war schon sehr nervig. Er war sehr mobil, deswegen. Sehr schön. 59 Sekunden für den hässlichen Kerl. Das war keine Sekunde zu viel. Der nächste. Oh, Plasma hatte. Oh, der hat diese krasse Nahkampf. Oh Gott, der hat jeder voll mit Elektrowaffen ab. Vier Füße mit Elektrowaffen. Wir sind nicht gut ausgerüstet für den. Wir könnten gut verlieren. Ja, komm, Hawkins.
Wir probieren es natürlich trotzdem. Wo ist er? Da ist er. Sehr nervig. Der hat auch natürlich Schild, aber das haben wir schnell geknackt. Dank Energiewaffen. Oh shit! Mist! Wir leben noch, aber nur dank unserer Special-Schilderung. Da haben uns die Raketen erwischt. Okay, wir brauchen andere Waffen gegen den. Shit, wir hatten ihn fast. Wieder ganz knapp. Okay, jetzt haben wir Pech. Ach komm! Das war's mit deinem Schild, hä? Komm schon! Jetzt haben wir ihn. Hast du gedacht, hä? Gott, dass er es immer noch überlebt. Jetzt haben wir ihn aber. Easy. 2 Sekunden haben wir für den gebraucht. Ja, kein Problem. Unser nächster Gegner ist Iguazu. Kennen wir den nicht von dem einen Einsatz? Ich glaube schon. Ja. Ja. Iguazu, ja, doch. Wir sind also jetzt schon bei Namen, die auf jeden Fall auch storytechnisch sind. Wobei Madstorm war ja auch in einer Mission schon. Wo ist er? Wir müssen runter. Wo hat er hingeschossen? Mist, aber jetzt kriegt er auch was ab. Oh, und was er abkriegt. Oh, das war schön. Heizen wir ihn ein. Boom, Alter. First try den sogar.
Na, die Vor haben uns mehr Schwierigkeiten gemacht. Unser Bild ist aber auch nicht schlecht. 1,29. Okay. Aha. Das ist der letzte, den wir jetzt zur Verfügung haben. Er hat eine Schrotflinte. Ich glaube, der hat leider auch ein Schild, oder was ist das? Und eine Nahkampfwaffe hat er. Der ist bestimmt nicht leicht. Mal gucken. Na komm her, Junge! Aha, sowas macht er also. Der macht diese Kicks. Ja, sehr mobil, nicht wahr? Aber wir haben unsere Gatling, Gott sei Dank. Tja, ich bin ein Vierfüßer, und ich bin echt überlegen, Junge. Das war trotzdem ganz nett. Er hat nicht getroffen. Okay, er kann sein Schild immer wieder erneuern, das gefällt mir null. Das war schön. Darf ich mich bewegen vielleicht? Jawohl. Kriegen wir doch, oder? First try auch. Da hatten wir vorher mehr Probleme, oder? Ich sage ja, unser Bild ist gut. Okay, wir können jetzt OS-Tuning machen. Wir haben jetzt 15 Chips, deswegen. Wir könnten eigentlich mal gucken. Was haben wir denn? Schaden-Tuning, Schaden-Volltreffer. Kostet 4, ist aber geil. Boom. Ja, Sprengwaffen, kinetische Waffen. Kinetische Waffen sind ganz normale. Ja, Gatling wie zum Beispiel. Macht dann 3% mehr, okay. Machen wir das überall mal. Ja. Was ist das? Schaden-Nahkampfwaffen können wir auch einmal erhöhen. Also unser ganzer Angriff wurde erhöht dadurch. Ist schon geil. Natürlich noch nicht sehr, aber okay, es ist ein Anfang. So Leute, ihr seht, ich habe mein Mecha ein bisschen umgebaut. Ja, ich hatte mal wieder Lust auf eine Veränderung. Und jetzt machen wir eine Mission, und zwar diese Vermessungsdaten stehlen, okay? So, here we go, Mission beginnt. Wir haben ein neues Outfit. Sieht cool aus. Ich habe auch ein paar neue Waffen jetzt drauf, eigentlich nur eine neue. Nämlich diese neue Laserschrotflinte, will ich mal ausprobieren. Die haben wir jetzt mal dran, mal sehen, wie gut die ist. Ich hoffe, diese Mission ist jetzt nicht zu fordernd. Das werden wir aber sehen. Aber sieht jetzt nicht besonders aus. Es ist ja, wie viel waren es? 100.000 Belohnung dürfte jetzt eigentlich nicht zu viel sein. Okay, die erledigen wir mal. Oh, viele Gegner hier. Okay, da vorne ist noch ein Gegner, der nervt ein bisschen. Hoffentlich wird er ausgeschaltet. Perfekt. Oben ist noch einer. So, können wir hacken? Mhm. Koralldichte. Keine Ahnung, was uns das genau sagen soll, ehrlich gesagt. Hier sind Gegner. Gegner hier? Nein. Gehen wir runter? Ah ja. Oh. Alles klar. Hier sind Gegner. Boah, diese Schrot ist ja krass. Die gefällt mir so gut. Okay, die ist geil. Okay, hacken wir das Zeug hier.
Irgendwer visiert uns an, oder was ist hier los? Was steht hier? Das Sonar erfasst etwas Seltsames, es ist nicht zu übersehen, vielleicht eine gewaltige Höhle. Wie kann unter diesem ganzen Eis ein Hohlraum sein? Moment, ist es das hier unten? Wow, wow. Irgendwer? Aha, da oben. Komm schon, wie lange man den Generator braucht, um sich zu holen, das nervt ein bisschen. Oh, dieser Schrot ist geil. Oh, da schießt jemand auf uns. Du Nervtyp. Wer schießt denn ja noch auf uns? Noch einer. Wo denn? Wie nervig. Da ist noch einer, da sind sau viele. Da ist noch einer hier oben. So, jetzt hoffe ich aber, haben wir es mal. Aber sicher bin ich nicht. Da oben ist übrigens ja auch gleich einer zum Untersuchen. Dann sind wir hier auch goldrichtig. Machen wir das mal hier im Flug. Das finde ich ja witzig, dass es geht. Gebäudevermessung. Hier ging es um irgendwelche Dinge, die uns eigentlich weniger interessieren. Irgendwelche Gebäude, die schon zu Ruinen geworden sind und die PCA möchte die wieder aufbauen. Ich verstehe sowieso noch nicht das Ganze. Oh, oh, hier ist Gegner. Das war gar kein Schwacher. Da hätten wir ihn. Ja, ein bisschen schwierigerer Gegner, aber wir sind gut bewaffnet, alles gut. Okay, was müssen wir noch tun? Fast alle Protokolle ja schon eingescannt. Aber wir müssen da hoch. Oh, da wartet Gegnerschaft davon. Okay, die hätten wir. Easy. Oh, nein, das ist nicht gut. Diesen Gegner. Vielleicht sind sie jetzt schon erledigt. Die schon. Da ist aber noch einer. Da ist noch einer, natürlich. Sehr schön. Oh. Oh. Das wäre nicht nötig gewesen, diese Raketen loszufeuern. Sehr schön. Hier seid ihr. Sehr schön. Diese Show ist witzig. Ist jetzt nicht übermäßig gut, aber trotzdem gut genug. Irgendwas hier? Ah. Ah, wir müssen wieder. Okay, wir konnten hier landen. Hier ist es. Mal sehen, was wir hier noch finden. Das musste das letzte sein. Dann haben wir es geschafft. War eigentlich easy. Es sei denn, es kommt noch was. Was ist denn das? Vermessungsdaten. In den Videodaten des Ozeans klafft eine Lücke. Egal, wie viele Drohnen wir losschicken, das Ergebnis ist immer gleich. Was geht hier vor? Eine Art Kamerastörung? Unwahrscheinlich. Okay, wo? Oh. Oh, da haben sie mich gut erwischt. Da ist ein größerer Gegner. Mist.
Ein paar hat er noch abbekommen. Das waren schöne Treffer. Und die auch. Okay, das war's mit dem. Das war's jetzt aber, oder? Da sind wir. Hier sind aber noch Gegner. Da oben noch einer. Werden wir beschossen? Oh shit! Oh, die Windräder. Okay, wunderbar. So, was ist denn jetzt? Kommt da noch was raus? Boom, Alter. Oh. Nachschub? Kommt hier noch ein Boss? Holen wir uns mal Nachschub. Obwohl, so viel haben wir noch nicht verbraucht, aber... Scheiß drauf. Oh, shit. Alter, du Arsch. Ja, will ich. Boah, wir sind hier gut unter Beschuss, ey. Na, warte. Von da hinten, ne, schleichen sie sich an. What the shit? What the shit? Was ist denn jetzt los? Die können wir auch anschießen. Dann schießen wir sie doch an. Oh shit, jetzt schießen sie direkt. Oh nein. Oh nein. Gegner. Ja, genau, so viele gleich, oder? Scheiße, die sind hart. Die sind sehr hart. Voll nervig. Versuchen wir einen wenigstens mal von denen zu erwischen. Okay, der ist erledigt. Der ist aber anscheinend härter hier. Shit, wir müssen uns reparieren. Alter, was ist denn das für ein Typ? Oh, er fliegt runter. Du Depp. Was für ein Idiot. Aber irgendwas, es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Oh nein. Es kommt wieder, das Schiff. Was geht denn? Hier ist noch einer. Ja, genau. Was? Drohnen? Oh shit. Ach komm, ey, wie viel denn noch hier? Wie viele Gegner noch? Ah, ist schon übertrieben, oder? Ah, ich muss so nachladen, Alter, Wahnsinn. Wir müssen den hier kaputt machen anscheinend. Nein, nein. Gott, ich bin fast tot. Ja, genau, wie soll ich das denn noch schaffen? Boah, ausgewichen irgendwie, ich frage mich nicht wie. Boah, shit. Das ist schon heftig hier. Ich hoffe, wir schaffen das, wir haben überhaupt kein Health Kit mehr. Okay, wir machen das Ding aber voll platt. Boom, Alter. Boah, trotzdem shit hier. Überleben wir das noch? Sind noch ein paar Drohnen übrig?
Boah, aber das war schon sehr viel jetzt. Leck mich am Arsch. Ich hoffe, es ist vorbei. Boah, wir hatten kaum noch Health. Das war so knapp. Die Schrot ist auch gut, braucht aber auch ewig zum Nachladen. Also, pfff. PCA. Alles klar. Das war's dann sozusagen für die heutigen Missionen und Arena-Kämpfe. Wir machen Schluss, sonst wird die Folge zu lang. Ja, es waren jetzt schon sehr viele Gegner. Ich hoffe, dass die Level ein bisschen entspannter werden, weil sonst artet das Spiel einfach nur noch in Stress aus und dann geht der Spielspaß verloren. Ich hoffe nicht, dass es so weitergeht. Könnte aber sein, wäre aber echt schade. Ja gut, das war's mit der heutigen Folge, Leute. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis demnächst. Peace out. We'll be right back.